So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute machen wir mal wieder eine Waldfragestunde und zwar in der sehr außergewöhnlichen Ausnahmesituation, dass ich mit der Actioncam einfach im Wald rumlatsche. Das liegt daran, dass die andere Kamera nicht mehr genügend Akku hat und ein Stativ habe ich auch vergessen, also dementsprechend ist das gar nicht so dramatisch. Für eine Waldfragestunde ist es auch nicht weiter unbedingt erforderlich, dass ich irgendwo stationär rumhocke. Das ist sowieso selten erforderlich, lassen wir das. Gut. Folgendes, Frage Nummer 1, die auch immer mal wieder aufgekommen ist, nachdem ich dazu schon vor 5 Jahren mal ein Video gemacht hatte. Und ich hatte überlegt, ob ich jetzt einfach sage, ich habe da vor 5 Jahren ein Video zu gemacht, ist nicht mehr, guckt euch das gefälligst an. Aber Frau sagt, ich darf es nochmal erwähnen. Und wenn Frau das sagt, dann darf ich das, aber wir machen es kurz. Ne? Wenn man eine Hängematte mit Paracord aufspannt. Das ist für viele Leute interessant, weil Paracord haben sie sowieso dabei. Eine Hängematte, ja gut, Paracord ist natürlich leichter als viel Hängemattenschnur und man könnte sich, indem man Paracord und zum Beispiel eine Rettungsdecke dabei hat, eine Hängematte auch ganz gut improvisieren. Ist das jetzt schädlich für den Baum? Nehmen wir mal einen durchschnittlichen Baum und fragen ihn mal, na, was hältst du davon? Nix. Ein durchschnittlicher Baum hat folgendes Problem. Direkt unter der Rinde, die ist unterschiedlich dünn, je nach Art, befindet sich das Kambium. Ja, das Kambium ist die Wachstumsschicht des Baumes. Die geht einmal unter der gesamten Rinde den kompletten Baum entlang. Die gibt es in der oberen Wurzel, mindestens in der oberen, in den Feinwurzeln ist nochmal ein bisschen spezieller. Aber in der oberen Wurzel, also den dickeren Wurzeln, Grobwurzeln auch genannt. Dann gibt es diese Schicht logischerweise im Stamm und die gibt es auch in allen Ästen, ganz egal wie dünn die sind. Sobald der Ast angelegt ist und irgendwann mal vorhat, dicker zu werden, muss er ein Kambium haben, weil es ist eben die Schicht, mit der der Baum nach innen Holzzellen abgibt, um quasi sich selbst nach außen zu drücken. Also die Schicht drückt sich selbst nach außen, indem sie nach innen neues Holz abgibt, wächst dabei auch seitlich, ist also wie ein Gürtel, der von alleine immer dicker wird. Also so ein gewisses Seitenwachstum ist vorhanden. Und nur, dass dieser Gürtel eben nach innen sozusagen Speck, wenn wir es jetzt auf uns übertragen wollen, also auf diejenigen von uns, auf die das zutrifft, es soll ja auch schlanke Menschen geben, nach innen gibt dieser Gürtel also Speck ab, drückt sich selbst nach außen, wächst dabei so ein kleines bisschen mit der zunehmenden Dicke des Bauches entsprechend mit. Und nach außen gibt er jetzt immer neue Rindenzellen ab. Das wäre in unserem Fall neue Haut, was auch wichtig ist, wenn wir das mit dem Bauch vergleichen wollen, weil sonst würde uns die Haut am Bauch ja irgendwann mal aufreißen. Denn, okay, bei menschlicher Haut, die ist dehnfähig, ja? Also da ist Platz für jede Menge Bauch unter der Haut. Bei Baumrinde, die ist nicht dehnfähig und deswegen kriegt er dann gerne mal solche Risse, wie wir sie hier sehen können. Das sind quasi, seht ihr? Ja, ich weiß nicht, was ihr seht, die Actioncam hat kein Monitor, kein Display, egal. Jedenfalls sind die solche Risse und das sind eben Dehnungsriche, weil der Baum dicker wird und damit reißt ihn dann irgendwann die Rinde auf. Das macht aber nichts, weil sein Kambium von innen ja entsprechend neue Rinde nachliefert. So, und zurück. Das ist also so die Funktion vom Kambium. Ne? Nach innen neues Holz abgeben, Baum wird dicker, nach außen Rinde reißt ein, neue Rindenplatten werden unten nachgeliefert, damit die Rinde nicht komplett einen richtigen Schaden kriegt und das Kambium dann quasi nackig da liegt. So, und im Prinzip ist es jetzt relativ simpel. Ja? Wenn das Seil, mit dem wir uns am Baum festmachen, sehr dünn ist, dann schneidet dieses Seil entsprechend relativ fest in die Rinde rein. Wenn an diesem Seil dann eine enorme Kraft hängt, zum Beispiel der besagte dicke Mensch, der gerade seinen Gürtel nachgeschnallt hat oder was auch immer. So, und wenn jetzt in der Hängematte eine entsprechende Kraft drin ist, sprich ein möglichst, nicht unbedingt dicker, aber zumindest ein großer Verwender der selbrigen, dann zerrt da natürlich ein enormes Gewicht an dieser Hängematte und es zerrt auch am anderen Baum, es zerrt logischerweise immer an 2 Bäumen und jetzt gibt es da so ein lustiges Dreieck, mit dem man da ausrechnen kann, welche Gewichte da auf was wirken und mit Sinus und Cosinus und alles viel zu mathematisch, ich bin doch bloß Forstwissenschaftler, wir können das doch nicht, also manche von uns schon, aber ich nicht. Und das kann man dann ganz toll ausrechnen und jedenfalls sind das dann irgendwelche schönen Kräfte, die ziemlich groß sind, die entsprechend auf den Baum wirken. Und das sind bei einem 110 Kilo Mensch
schnell mal 140 Kilo oder was, die da auf die Rinde lasten. So, und jetzt spielt es eine Rolle. Wichtig. Ja? Erstens, wie dick ist der Baum? Ja, weil je dicker der ist, desto mehr Seil liegt um ihn drum und desto besser verteilt sich die Kraft, die am Seil hängt, über die gesamte Rinde, also über den gesamten Stamm. Und dann ist der Druck pro Stückchen Rinde, wo entsprechend Druck drauf lastet, nicht ganz so hoch wie bei einem dünnen Baum. Ja? So in der Theorie. Ja. Zweitens, wie dick ist denn die Rinde vom Baum? Da gibt es ausgesprochen dickrindige Bäume. Da würde ich sagen, scheißegal. Ja, da kannst du auch ein dünnes Seil nehmen. Und es gibt ausgesprochen dünnrindige Bäume. Und da sollte man auf keinen Fall ein dünnes Seil nehmen, wenn man eben vermeiden möchte, dass der Baum irgendwie kaputt geht und dieses Kambium geschädigt wird. Übrigens, da das Kambium ja nur zur Seite wächst und nach außen wächst und nach innen wächst, wächst es nicht nach oben und unten. Ja? Also wenn wir jetzt bei einem Baum beispielsweise bei dieser Hainbuche hier, die mal so gar nicht hainbuchig aussieht, aber egal, es ist trotzdem eine Hainbuche, hingehen. Die hat eine sehr dünne Rinde, ja, und legen hier jetzt unser entsprechendes Seil drum und schneiden hier jetzt quasi kreisförmig durch die Verwendung des Seils, schneiden wir hier das Kambium durch, ja, also fast schon kreisförmig. Dann, oder wir schneiden sogar noch tiefer, ja, dass wir also sogar noch ein bisschen ins Holz reindrücken, sämtliche Schichten der Rinde entsprechend durchtrennen und alles runter bis aufs Kambium und sogar noch ein bisschen ins Holz rein. Dann ist der Baum quasi tot. Wann ist er geringelt? Ringeln sagt man, wenn man einmal kreisrund drumherum die Rinde entfernt. Und das ist eine beliebte Methode, um den Baum umzubringen, wenn man eben gerne möchte, dass er langsam abstirbt und dann als tote Baumleiche in der Landschaft rumsteht, zum Beispiel, damit der Specht eine Höhle reinmachen kann oder solche Sachen. Ja? Und das kann man eben sehr gerne bewirken und sehr schnell bewirken, einfach mit einer dünnen Schnur und einer Hängematte dran, in der man drin liegt und damit dem Baum eben sein Kambium quasi abschnürt, sein Phloem abschnürt. Also das ist der innere Bereich der Rinde. Die ist nämlich nicht nur dafür da, um den Baum nach außen abzudichten, sondern da drin werden auch noch Nährstoffe transportiert, solange man das eben nicht total zusammenquetscht. Und der ist dann quasi tot. Also das kann schwere Schäden bis eben den Tod verursachen, wenn man mit einer zu dünnen Schnur, mit einer Hängematte entsprechend am Baum rumhängt. Es gibt Arten, die eben eine so dicke Borke haben, dass die so viel abfedert, dass man selbst mit einer dünnen Schnur wahrscheinlich nicht bis zum Kambium kommen wird. Der Mammutbaum beispielsweise, ja, bei dem könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man da selbst mit einem Paracord entsprechend, auch wenn es ein dicker Baum ist, dann dran hängen kann, hängemattentechnisch, ohne den Baum kaputt zu machen. Ja, aber das ist dann auch Ende der Liste. Ja, lediglich beim Mammutbaum würde ich sagen, mit Sicherheit, die Rinde ist so dick, solange du dir nicht einen dünnen Baum aussuchst, sondern auch einen dicken, und da dann mit Paracord hingehst und dann selbst wenn sich ein 100-Kilo-Mann in die Hängematte reinlegt, würde ich da grob sagen, da passiert nichts. Ja? Bei allen anderen Baumarten einfach nicht mit Paracord rangehen. Also um jetzt die Geschichte ein bisschen abzukürzen, ist es schädlich für den Baum, wenn man mit einer dünnen Schnur eine Hängematte dran aufhängt und sich reinsetzt? Ja, absolut ja. Ganz klar, ganz absolutes ja. Ja? Wie dick müsste dann die Schnur sein? Dick, fingerdick mindestens, fingerdick absolut mindestens, damit man überhaupt drüber nachdenken kann, eine Hängematte mit einer einfachen Schnur zu verwenden. Und noch viel besser, man nimmt Baumgurte. Die meisten Hängemattenbesitzer haben sowieso inzwischen Baumgurte, habe ich den Eindruck. Bei vielen Hängematten werden Baumgurte mitgeliefert, wenn nicht, kann man sie nachkaufen. Und das soll angeblich auch viel praktischer sein. Ich persönlich liege so selten mal in einer Hängematte, also ich habe auch eine, aber kann ich nicht allzu viel zu sagen. Ja, aber nehmt möglichst breite Gurte, hat sich das Problem erledigt. Dann kann man auch einen dünnen Baum nehmen, dann kann man auch einen Baum mit dünner Borke nehmen, dann passiert denen nichts und man kann auch in der Hängematte noch ein bisschen hin und her schaukeln. Das sorgt ja auch nochmal für zusätzliche Kräfte auf die Rinde, wenn du dich in der Hängematte auch noch bewegst. Ne? Und auf und ab hüpfst und was auch immer, was man so Hängematte halt so macht, auf und ab hüpfen. So,
Wir kommen zur zweiten Frage. Die zweite Frage lautet, was ist mit dieser Birke da los? Im Prinzip. Ja, dazu natürlich Bildmaterial vorhanden. Bildmaterial dazu werde ich einblenden. Und vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere, dass ich mal schon mal das Thema auch mal irgendwann aufgegriffen habe, irgendwo, ja, aber es ist vielleicht gar nicht mal verkehrt, wenn wir das jetzt noch mal schnell hier zwischendurch machen. Und es ist auch ein besonders prächtiges und so schön habe ich das auch echt noch nie gesehen, Exemplar von schuppenborkiger Birke oder überhaupt borkiger Birke, wenn man so möchte, weil man spricht nicht umsonst von Birkenrinde, das weiße Zeug, was wir da hin und wieder mal hoffentlich von der toten Birke abschälen, um dann eben damit entsprechend zum Beispiel Feuerchen anzumachen oder irgendein Arzneimittel zu improvisieren oder was draus zu basteln oder was auch immer. Ne? So, wie gesagt, heißt nicht umsonst Birkenrinde, denn üblicherweise unterscheidet man zwischen Rinde bei den dünnen, glatten Sachen, das sind meistens Rinden, während eine Borke, das ist sowas richtig Schuppiges, sowas Festes, rau, grob, zum Beispiel sowas hier. Das ist eine klassische Borke, schön solide, ja, mit Schuppen und geht so schnell nicht kaputt. Und beim Wachstum eben nicht dehnfähig, sondern nach außen, das hatten wir eben schon besprochen, bei der Hängemattengeschichte, soll er nach außen einfach die Schuppen abschmeißend und von innen kommen neue durch und so funktioniert das. Es gibt eben aber auch Bäume, die haben eine Rinde, so wie dieser hier, ne, das ist eine Linde, das reimt sich. Oh, was sich reimt, ist gut. Und die hat eine dehnfähige Rinde eben und nicht Borke, also kann man sich jetzt kloppen mit den Begriffen, ja, aber merken wir uns das einfach mal so. Und dadurch, dass die dehnfähig ist, werden da keine Schuppen abgegeben, sondern die dehnt sich einfach mit und wächst mit dem Baum und wird dafür aber auch die ganze Zeit mit Nährstoffen versorgt und ist generell einfach ein bisschen empfindlicher als diese schuppige Variante, die da drüben die Fichte zum Beispiel hatte. Ne? So, jetzt. Unsere Birke hat ja normalerweise auch eine Rinde, weil die wirft keine Schuppen ab, sondern die hat eben diese lustigen Birkenschicht, diese weiße Betulinschicht, betulingetränkte Rindenschicht drumherum, normalerweise, ja, wenn sie noch jung ist. Und irgendwann, das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen, das ist nämlich dann immer günstig, wenn man gerade schön Birkenrinde vom lebenden Baum zupfen möchte, was man nicht unbedingt tun sollte, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Aber die blättert dann gerne mal ab. Quasi auch so ein bisschen wie ein Gürtel, rollt sich so langsam auf am Rand und man müsste jetzt im Prinzip nur noch hingehen und könnte sie dann einmal rund um den Baum abziehen. Wie gesagt, nicht machen, aber könnte man. Und das ist auch eben der Tatsache geschuldet, dass sie bis zu einem gewissen Grad dehnbar ist, die Birkenrinde, bis zu einem gewissen Grad und dann immer noch mit dem Baum mitwächst. Aber irgendwann reißt sie halt doch ein. Es kommt zwar eine neue Schicht unten wieder zum Vorschein, eine neue Schicht kommt nach, die dann auch wieder eine Zeit lang dehnt. Ist eine Zeit lang mitwächst, auch irgendwann einreißt und man könnte sie wieder kreisförmig abziehen. Und so schält sich nach und nach eine einzelne Schicht, diverse Schichten von Birkenrinde schälen sich dann nach und nach irgendwann vom Baum. Ja, und wenn der Baum jetzt sehr alt wird, dann kann das sein, das ist eben das Problem, dass das bis in alle Ewigkeit so weitergeht. Ja, da kommt eine neue weiße Birkenrindenschicht runter zum Vorschein. Irgendwann reißt sie ein, schält sich ab. Die nächste kommt zum Vorschein, reißt ein, schält sich ab. Das kann dauern, bis die Birke unter 20 ist. Das ist so ihr geschätztes Höchstalter. Birke stirbt relativ jung für Baumverhältnisse. Und ja, bei den allermeisten Birken ist das auch tatsächlich so, dass sie genau so ihr Dasein fristen und nicht anders. Aber manche Birken können im Alter dieses System grundlegend verändern. Quasi geht ein Schalter um beim Cambium, das ja dafür zuständig ist, hatten wir eben vorhin schon, nach außen neue Rindenschichten abzugeben. Und das gibt dann keine Standard-Birkenrinde mehr ab, also nicht mehr die weiße Standard-Birkenrinde, sondern jetzt auch so ein korkiges, schuppiges, hartes Material, das dann eben auch nicht mehr dehnfähig ist und nach außen einfach den Stamm noch mal ein bisschen besser schützt. Hintergrund ist der, dass, das weiß man nicht genau, ja, also die Forschung ist in dieser Hinsicht
Es hat halt einfach noch nicht allzu viele Leute gegeben, die der Meinung waren, es sei wichtig, das zu untersuchen, um es mal so auszudrücken. Das heißt, die Forschung ist da noch nicht sehr weit. Aber eine mögliche Begründung, warum alte Birken das möglicherweise tun, ist, dass sie einen zusätzlichen mechanischen Schutz haben wollen, um ihren Stamm einfach ein bisschen fester gegen zum Beispiel Wildverbiss zu schützen. Ja? So, die normale Birkenrinde, die schmeckt jetzt zwar den meisten Tieren auch nicht, aber die wäre recht einfach zu schälen, wenn der Hirsch kommt und denkt sich, oh, ich esse mal Birkenrinde, ja, nun mal jetzt theoretisch einen Hirsch kennen wir alle, und geht hin und zieht da die Birkenrinde runter. Wenn wir das schon händisch können, dann kann das der Hirsch mit seinem Maul, mit seinen Zähnen erst recht. Ja, der ist ja darauf durchaus spezialisiert und kennt sich da aus, wie das geht. Und dann ist ihre Rinde los, die gute Birke, und das will sie natürlich nicht. Hingegen so eine schuppige, so eine harte, so eine richtig holzige, feste Rinde, die kriegt der Hirsch nicht kaputt. Ja? Das könnte also eine Anpassung eben sein gegen mechanische Verletzungen, auch wenn ein anderer Baum in der Nähe umfällt und knallt der Birke gegen die Rinde, so ein bisschen. Ja. Dann ist eine festere, eine mechanisch härtere Rinde auch ein besserer Schutz, um keinen Schaden, der bis aufs Holz geht. Also abplatzende Rinde, freiliegendes Holz. Das bedeutet so ähnlich wie bei uns, wenn die Haut fehlt, wir hätten auch keine Barriere nach außen, die unseren Körperinneres von Bakterien, Viren, Pilzen und so weiter und so fort schützt. Und dann können in den Baum eben entsprechend auch Bakterien, Pilze, Viren und so weiter und so fort einfach eindringen, weil die Barriere ist weg, die schützende. Ja, und da kann es also auch auf diesem Wege ein mechanischer Schutz sein. Ja, das sind zwei Theorien. Es gibt noch eine dritte. Und dazu müssen wir jetzt nochmal zu unserem Foto zurück. Das ist nämlich oft so, dass man bei diesen Birken, die diese harte Borke ausbilden, die nur im unteren Bereich des Stamms sieht und oben sind sie weiterhin weiß. Dazu müssen wir uns überlegen, wozu haben die denn überhaupt diese weiße, vergleichsweise mechanisch empfindliche Borke. Rinde. Die haben sie deswegen, weil eine Birke normalerweise ja als Pionierbaum immer da hoch wächst, wo kaum ein anderer Baum steht. So, und wenn man allein auf weiter Flur ist als Baum, der zusätzlich eine eher kleine Krone hat, Birke hat eine eher kleine Krone, dann hat man das Problem, dass man Sonnenbrand bekommen kann. Buche zum Beispiel ist sehr empfindlich. Hier. Buche? Buche ist sehr empfindlich auf Sonnenbrand und kriegt den ganz schnell, und deswegen ist sie eigentlich fast darauf angewiesen, andere Buchen nebendran zu haben, und wächst ganz selten als Solitärbaum im Freistand. Und wenn doch, dann hat sie halt dort schon Schwierigkeiten und ein großes Risiko bei starker Sonnenintensität, wo die UV-Strahlung auf den Stamm brutzelt, dann Sonnenbrand zu bekommen. Ja, und die Birke, die steht ja fast immer eben, also rein von ihrer natürlichen Verbreitung her, alleine irgendwo rum mit viel Licht, das gut ist, da kann sie schön wachsen, gut Photosynthese machen, aber sie kriegt eben auch viel Licht auf den Stamm, und um zu vermeiden, dass sie einen Sonnenbrand bekommt, ist der Stamm halt weiß. Ja, dann reflektiert er einen Großteil vom Licht, und damit ist die UV-Strahlung für den Stamm schon gar kein Problem mehr. Also einer der guten Gründe, weshalb die Birkenrinde weiß ist. Es hat noch diverse andere Vorteile, ist zum Beispiel antibakteriell. Aber das ist dann dieses Betulin, was da drin ist, dieses ätherische Öl, was auch dafür verantwortlich ist, dass das Zeug eben so gut brennt. Ja, genau. So, und jetzt haben wir es hier ja mit einer alten Birke zu tun. Ja, eine alte Birke, das bedeutet, die steht da schon eine Weile. Und wenn die da schon eine Weile steht, dann sind andere Birken ja auch schon da. Und dann hat sich inzwischen auch schon wieder ein Wald gebildet. Und das Vorhandensein eines Waldes führt dazu, dass natürlich nicht mehr ganz so viel Licht unten auf den Stamm drauf prasselt, weil jetzt eine ordentliche Baumkronenschicht oben vorhanden ist. Und damit ist die Notwendigkeit, unten am Stamm noch eine Reflektorschicht in der Rinde drin zu haben, einfach nicht mehr gegeben. So, und jetzt gibt es noch ein viertes Argument, warum das eben gerade gut ist, weil das Erneuern der weißen Birkenrinde erfordert ja auch die Einlagerung von neuem Betulin, immer wieder neues Betulin. Und das ist jetzt eben nun mal ein ätherisches Öl, wo alle möglichen tollen Sachen drin sind, und tolle Sachen sind teuer und tolle Sachen möchte man sparen. Also das ist schon, kostet die Birke viel Geld, sozusagen viel Ressource. Baumressource, letztendlich Zucker, größtenteils,
um diese weiße Rinde eben aufrecht zu erhalten. Und wenn sie das nicht mehr muss im Alter, dann spart sie tatsächlich Ressourcen, Energie, indem sie weniger weiße Rinde auch nur unterhält. Die Schuppenborke nach außen, diese feste Borke, die wir da sehen können, die ist einfach viel einfacher im Unterhalt. Die kostet fast nichts, außer ein bisschen CO2. Und davon ist genug da. Ne? So, ja, also. Warum machen das nicht alle Birken? Warum machen das nur manche Birken? Ja, wir befinden uns hier gerade in Evolution zum Anschauen. Die Art Birke, Betula pendula, durchlebt gerade eine evolutionäre Anpassung. Es gibt Individuen, die haben das Gen zur Ausbildung dieser, also wenn sie dann alt werden, zur Ausbildung dieser festen Borke. Und es gibt Individuen, die haben das Gen nicht zur Ausbildung dieser festen Borke. Und wenn wir jetzt noch 1000 Jährchen abwarten, dann wird sich durch natürliche Selektion, wenn wir nicht nachhelfen, oder es uns da noch gibt, wird sich herausstellen, welche Sorte Birke besser überlebensfähig ist. Und langfristig wird die, die besser überlebensfähig ist, eben eher überleben und die andere, die stirbt halt aus. Ja. Und dann hat sich das auch erledigt mit den zwei Sorten von Birken. Die fittere setzt sich durch. Survival of the fittest, frei nach Darwin. Nicht nur frei, sondern hat er wirklich gesagt. So, wir kommen zur nächsten Frage. Diesmal, wie war es genau formuliert? Ja, also jedenfalls hatte jemand Sorge, dass der Borkenkäfer zum größeren Problem wird. Okay, das ist er. Frage ist jetzt eher, kann man gegen den Borkenkäfer nicht vielleicht eventuell was tun? Ist ein sehr interessanter Ansatz, indem man den Baum einer Elektrotherapie unterzieht. Also ich vermute mal, dass damit gemeint ist, du schließt unten am Baum eine Elektrode an und schließt oben am Baum irgendwie eine Elektrode an, lässt dann Strom durch den Baum fließen, in der Hoffnung, damit irgendwie den Käfer zu brutzeln oder so ähnlich. Ja? Näheres stand nicht dabei bei der Frage, wie das jetzt genau aussehen soll und wie das jetzt exakt technisch ablaufen soll. Ja, habe ich erstmal überlegt. Nicht böse sein, aber habe ich erstmal überlegt, ob ich zu der Frage wirklich jetzt groß was sagen soll, weil es klingt erstmal sehr abwegig. Ja, und es ist es auch, weil, aber kann man ja trotzdem mal aufgreifen. Erstens, befallen sind, wenn der Borkenkäfer mal so richtig da ist, alle Fichten oder sehr, sehr viele. So, und jetzt, wie würde man es denn theoretisch hinbekommen, also ich kenne mich da technisch auch nicht so sehr aus, ja. Was müsste man denn technisch für einen Aufwand betreiben, um denn überhaupt Strom durch den ganzen Baum leiten zu können? Also zunächst mal müsste man ja in irgendeiner Form in die Baumkrone hoch. Und das bedeutet, wenn man jetzt nicht irgendeinen Kletterroboter hat oder irgendeine sonstige Hightech-Lösung oder eine sehr feinfühlige Drohne, die dann oben am Baum auch was anbringen kann, also mit wirklich einem so mechanisch krassen Steuerarm oder steuerbaren, feinfühligen Roboterarm ausgestattet wäre, um da oben am Baum einen Ring um den Baum zu legen, an dem irgendwie Strom fließen könnte oder sonst wie. Da muss natürlich noch ein Kabel hoch, damit da überhaupt Strom fließt. Weiß ich nicht. Also kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass das technisch wirklich vielleicht als Einzelprojekt vielleicht lösbar, aber so richtig umsetzbar, nö. Ja, aber nehmen wir mal an, wir kriegen das jetzt hin, schicken da jemanden hoch, der klettert da hoch und der bringt da oben dieses Ding an, mit dem der Strom durch den Baum fließen soll. Ja? Und unten bringt man auch nochmal ein Ding an, damit der Strom halt eben durch den Baum fließt. Keine Ahnung, was dafür jetzt genau, ich bin ja kein Physiker und schon gar kein Elektrotechniker, was da genau jetzt für notwendig ist. So, Problem Nummer 1. Wir müssen irgendjemand haben, der da auf die Bäume klettert. Die Bäume sind ja schon vom Käfer befallen. Das heißt, die sind nicht mehr ganz stabil. Das heißt, das ist super gefährlich. Also Problem 1, das gefährdet Menschenleben und zwar massiv. Ja? Müsste also erstmal jemand dämlich genug sein, auf eine ohnehin schon käfergeschwächte Fichte zu klettern. Zweitens, angenommen, wir haben das jetzt angebracht. Ja? Also Problem 0 ist, wir kriegen das nicht angebracht. Ja? Aber angenommen, wir hätten es angebracht, dann müssten wir ja jetzt des Weiteren erstmal den Strom herkriegen, der da durch den Baum fließen soll. Das heißt, wir müssen irgendeinen großen Akku mindestens oder einen Generator oder sonst was in den Wald schleppen. Okay, gehen wir mal davon aus, das machen wir auch.
Und jetzt werfen wir den da an und jetzt lassen wir da Strom durch den Baum fließen. Damit der Strom jetzt überhaupt fließen kann, muss jetzt unser Baum ja eine gewisse Wassersättigung aufweisen, weil Holz leitet keinen Strom, höchstens wenn es sehr nass ist, und zwar sehr nass. Ansonsten ist Holz ja eigentlich ein recht guter Isolator, soweit ich weiß. Ja? Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Wie gesagt, ich bin kein E-Techniker und auch kein Physiker. Damit der Baum aber vom Borkenkäfer so richtig schön befallen werden kann, damit es so richtig notwendig ist, den Borkenkäfer da irgendwie mit Elektrizität zu grillen, ja, müsste der Baum schon extrem trocken sein, damit der Borkenkäfer überhaupt da so reinkommt. Heißt, wenn Borkenkäfer extrem drin, dann elektrische Leitfähigkeit nicht gegeben. Also Grund Nummer zwei, weshalb das unmöglich ist. Ich meine, also ziemlich unmöglich. So. Drittens, wenn wir dann Strom durchjagen, der in der Lage ist, Borkenkäfer zu töten, dann ist dieser Strom auch in der Lage, alle anderen lebenden Zellen des Baums zu töten. Das heißt, wir killen den Baum und den Käfer. Das ist jetzt, dass wir den einzelnen Baum killen, jetzt nicht weiter dramatisch, weil der würde ja sowieso sterben, weil da ist ja sowieso jede Menge Käfer drin und das hätte er eh nicht überlebt. Aber ist zumindest mal so eine Überlegung, dass einem das klar sein muss, dass man dann da, wenn dann, alles killt, was da drin ist. Aber nochmal, elektrische Leitfähigkeit eh nicht gegeben. Ja, und viel mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, warum die Idee grundsätzlich, nee, unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich bis unmöglich, dass das zu irgendwas gut wäre. Achso, nein, doch noch ein letztes Argument. Man könnte es nicht bezahlen. Der Aufwand dafür viel zu groß. Und bei großen Borkenkäferkalamitäten haben wir nicht mal genügend Personal, um alle Bäume umzuschneiden, was doch erheblich schneller geht, als Kabel zu verlegen für Elektrotherapie. Selbst dafür reicht das Personal nicht. Da braucht man auch den großen Harvester. Und selbst mit dem schafft man es nicht rechtzeitig, zumindest zur Zeit. Oder auch die Jahre davor, vor jetzt, um rechtzeitig eben sämtliche Bäume umzuschneiden, bevor der Käfer ausfliegen kann. Also das wäre einfach technisch, personell, finanziell, physikalisch quasi nicht machbar. Ja, ich denke, das reicht. So, wir sind dann auch schon am Ende angelangt, war diesmal ein bisschen kürzer. Das Problem ist nämlich folgendes. Es herrscht gerade bei mir ein bisschen E-Mail-Adressenverwirrung. Manche von euch, die eine Frage haben, schreiben mir, also direkt mir persönlich, über meine entsprechend althergebrachte E-Mail-Adresse, die ich schon seit ganz lange benutze, die ich auch am Anfang von Leben als ein Mann im Wald auch normalerweise benutzt habe. Und ja, das ist quasi so meine alte E-Mail-Adresse, unter der ich erreichbar war. So, Problem ist jetzt folgendes. Ich kümmere mich gar nicht mehr so viel um Mails, weil ich komme nicht dazu. Schaffe ich zeitlich nicht mehr. Deswegen gibt es die andere E-Mail-Adresse, die jetzt übrigens auch im Kanal Impressum steht. Also als E-Mail-Adresse für Kontaktaufnahme in der Kanalbeschreibung auf YouTube steht und steht übrigens im Übrigen auch unter jedem Video in der Infobox, unter welcher E-Mail-Adresse man mich denn am besten nerven kann. Und der Gag ist nämlich folgender, da nervt ihr nämlich nicht mich. Nerven ist natürlich jetzt, ne? Relativ gesehen. sondern meine Frau. Ja, und meine Frau leitet das dann an mich weiter. Und das Schöne ist gerade insbesondere bei solchen Fragen, wie jetzt diesen da, die jetzt kamen, hat sie dann einfach auch die Zeit und die Muße und die nötigen organisatorischen Fähigkeiten, die mir leider fehlen, um das dann auch schön zu ordnen, so dass ich das dann in regelmäßigen Abständen auch gerne abarbeiten kann und eben zu den entsprechenden Fragen, sofern sie dann videowürdig sind, da gibt es auch manchmal Grenzwertiges, sage ich jetzt mal, aber sofern sie dann videowürdig sind, dann kann man das eben in der Form dann auch ganz gut abfrühstücken und dann kriege ich das auch mit, was ihr so gefragt habt und dann geht auch keine E-Mail verloren, wie bei denen, die ihr mir schickt, da geht nämlich einiges verloren. Und ja. Das also einfach nur für die Zukunft. Wer auch eine Frage hat für eine Waldfragestunde wie diese hier, dann formuliert die doch bitte so schön eindeutig, dass ich verstehe, was ihr meint. Schickt es meiner Frau und die sagt es mir und ich beantworte es euch dann in Videoform. Eventuell, wie gesagt, wenn die Frage in Videoform beantwortbar ist.
Eieiei, heute ist aber echt die Luftwaffe unterwegs. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ich gehe jetzt Steine schmeißen.